Sie sind hier in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit der Traumatologie, sind regionales Traumazentrum. Daneben sind wir ein zertifiziertes Endoprothesenzentrum. Wir implantieren Hüft- und Kniegelenksprothesen schwerpunktmäßig, daneben auch Schulter- und Sprunggelenksprothesen. Wir haben einen sicher überregionalen Ruf für die Fußchirurgie und wir bauen gerade einen Bereich Kinderorthopädie, Kinderchirurgie auf. Ganz wichtig ist mir, dass die Kinder in unserer Sprechstunde Vertrauen zu ihrem Arzt haben und deswegen achten wir darauf, dass die Behandlung der Kinder in möglichst wenigen Händen ist. Erfahrene Kinderorthopäden, die eine Beziehung, ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufbauen. Die Behandlungsmöglichkeiten am Fuß zu bevorzugen sind zunächst immer die konservativen Möglichkeiten. Wenn das alles nicht zu einer ausreichenden Funktionsverbesserung oder auch Schmerzreduktion führt, dann haben wir operative Möglichkeiten und auf diese Weise können wir dann über eine verbesserte Stellung der Füße auch eine verbesserte Funktion erzielen. Über die Jahre ist es hier gelungen, einen sehr hohen Standard in der Versorgung der Arthrosepatienten zu erzielen. Wir haben mehrere Operateure, die hochqualifiziert das Einbringen künstlicher Gelenke, die von der Arthrose betroffen sind, bewerkstelligen können. Die Mitarbeiter machen einen stolz, sie sind extrem leistungsbereit, sie gehen durch dick und dünn und das betrifft sowohl die Ärzte, aber natürlich auch die Pflege, die sich um unsere Patienten kümmern und natürlich auch die Physiotherapie. Ohne sie wird es nicht gehen, dass der Patient in kurzer Zeit wieder auf die Beine kommt und seine verletzte Extremität wieder bewegen kann.